Okay. Hallihallo und seid alle herzlich willkommen zu einer neuen Folge League of Legends. Wir spielen Top Lane wieder mal, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben. Und mal sehen, wie es so geht. Wir haben einen Sign auf der Lane, was ich eigentlich ziemlich okay finde. Sieht gerade so aus, als er hat Flask, okay, ja. Und ich bin gerade ein bisschen zu spät dran, wie man wahrscheinlich auch sehen kann. So, ja, da hat er einen Treffer gemacht. Und der Trade ging eindeutig für ihn aus. Und er hat ja auch noch seine Flask. Okay, das wird mich treffen. Oh, das tut weh. Aber naja, ich versuche halt irgendwie irgendwas zu reißen mit Trades. Aber es wird schwer, merke ich jetzt gerade. Es wird schwer, gegen seinen Flask anzutreten. Im Traden. So. Da mache ich lieber mal die Q, damit ich ihn sicher krieg. Wie sehen eigentlich die Matchups aus? Also wir haben Aurelion Sol im Jungle, den neuen Champ. Den werdet ihr sicher noch sehen, wenn es hier mit der Zeit abgeht. Wir haben Udyr im Jungle. Ja, eigentlich alles okay. Ich hoffe jetzt, dass der bald stirbt. So. Und wenn... Jetzt kann ich ihn reinhucken in meine Leute. Und die Vasallen werden ihm richtig zurichten. So, super. Das war ein richtig guter Trade. Gut organisiert, würde ich meinen. die Lane ist gepusht. Er hat nur noch gar nichts mehr von der Flask. Ich warte mal. Einfach zur Sicherheit. Und er versaut sich noch ein paar Lost Hits. Aber hat es noch ziemlich gut gerettet, würde ich meinen. Wie sieht's denn aus? Ich habe 14, er 13. Also ja, kann man nichts sagen. Gar nichts. Das... jemand schlecht oder gut gefarmt hat. Wenn, dann haben einfach beide schlecht gefarmt. So. Der Trade ging auch wieder gut aus. Ich habe hier noch die 4% rausgeholt, wo ich mein Leben wieder auffülle und er Leben abgezogen kriegt. So. Besser die Q noch, die E noch mal benutzen, damit ich einen Farm sicher krieg. So. Er versucht mich hier ein bisschen zu poken, aber das ist okay. Können wir mit leben. Und jetzt wäre wieder ein Moment, wo ich gut traden könnte mit ihm. So. Schönen Farm, aber jetzt hat das schon wieder wahrscheinlich. Also. Ne, falschen getroffen. Ich wollte eigentlich ihn treffen und nicht einen Minion. Was wahrscheinlich klar ist, aber. So, ich würde eigentlich gerne ihn killen, bevor ich weggehe. Weil ich der Meinung bin, dass ich ihn schon killen könnte. Ja, den habe ich nicht. Oh, da kommt Aurelion Sol. Ja, ich weiß nicht, wie der abgeht, aber anscheinend geht er ab. Der Damage ist gut, der Damage ist gut. Oh nee, scheiße. Der Damage von dem ist gut. Ihr müsst einfach ein Spotlight oder so ansehen. Ich habe den jetzt noch kein Spotlight oder irgendwas gemacht. Für den, da müsst ihr selber schauen. Ich starte mal mit ganz viel Leben. Einfach, weil Leben gut ist. Ne? Hier Teleport. So, der ist Mist. Der wird wahrscheinlich auch gleich auf die Lane teleporten. Mal sehen, was er kauft. Er wird wahrscheinlich mir etwas... Adelastiges kaufen, was so Richtung schwarzes Ball geht. So, ich pushe ein bisschen, weil vielleicht... Hat er überhaupt TP? Ja, hat TP. Oh, ne. Ja. Den kriege ich und den kriege ich auch. Ja, nice. So, er hat TP gar nicht genutzt. Er hat Magieresistenz geholt, was nicht so geil ist für mich. Ja. Und Leben halt auch noch. Aber ich schau, was ich machen kann. Oh, ja, das sind die Trades, die er gewinnen wird. Ah, nee. Ich habe gar nichts verloren und er hat ziemlich gut was verloren. Ja, ja, sieht gut aus. Der Trade ging gut für mich aus, aber er hat ja noch die Flask und ich nicht. Also ich habe keine Pots oder so. Jetzt hat er das Schild raus. Für mich heißt das,
Wenn er jetzt noch die Q raushaut oder was auch immer das ist, mit dem auf den Boden hauen. Nice Dodge. Das war gut. Sehr guter Trade, aber er hat noch mehr Mana wie ich, aber er ist halt low. Was ich vielleicht sehr gut nutzen kann. Ich kann ihm vielleicht hier ein bisschen zonen. Damit er die Lost jetzt nicht kriegt. Und seine Spells brauchen muss, um die Lost zu machen. Ja, da fängt er schon an, so zu farmen. Was vielleicht einfach heißt, dass ich gegankt werde. Darum wurde ich mal besser. Aber ein bisschen weiter hier, würde ich meinen. Einfach damit ich mehr Bescheid weiß. Er pusht jetzt gleich. Kann mir gleich sein, eigentlich, wenn er ein bisschen pusht. Ich glaube nicht, dass Udyr bald Toplane kommen würde. Und umgekehrt, ich denke, Aurelion Sol hat unten gerade gut zu tun. Oh, ne. Aber ich kann hier gut. Ich mache einiges bessere Trades wie er. Nice. Also die Trades gehen gut aus. Bin zufrieden mit denen. Ich habe einfach Angst, dass er gleich jetzt mit irgendwas kommt. Es wäre jetzt cool, wenn er Schild raushaut. Ja, Schild hat er rausgehauen. Er hat alles rausgehauen. Dann gehen wir doch all in. Nein, nein, ich hatte keine Mana für die Ulti. Ich hätte ihn gekillt, hätte ich die Ulti gehabt. Fuck. Ja, aber es ist sehr low. Also richtig hart low. Und was ich halt Angst habe, ist, dass er mich einfach killt mit der Passiven dann. Oh ne. Das war der falsche Minion, den ich detect habe. Jetzt komm her. Und ich habe schon wieder kein Mana für die Ulti. Was ist das denn für ein Spiel? Ich brauche 100 Mana. Jetzt hätte ich die 100 Mana. Er hat. Er geht jetzt back. Ich push aus. So. Ausgepusht. Ich könnte sogar einen Tower noch ein bisschen damagen. Weil ich will noch nicht backgehen. Ich würde eigentlich gerne TP haben, wenn ich backgehe. Oder einfach die Minion Wave noch machen. Also das schon mal anhitten. Kriege ich den noch? Ne. Den und den kriege ich auch noch. Und er verliert halt noch mehr Wave. Und TP hat er anscheinend auch noch nicht. Ultet aber. Hoffentlich nicht bis zu mir. Ne, ich bin weg, wenn er kommt. Nein, bin ich nicht. Scheiße. Autsch, autsch, autsch. Komm ich weg? Komm ich weg? Komm ich weg? Komm ich weg? Nein! Nein, nein, nein. Oh, dammit. Den Gürtel habe ich jetzt. Was könnte ich denn aus dem Gürtel machen? Rüstung. Er macht natürlich nur AD, also hole ich mir Rüstung. Was ziemlich klar ist. Am besten eigentlich. Vielleicht noch ein bisschen Mana. Nee, ich habe keine Ahnung, was ich bauen soll. Ich hole mir einfach noch mehr Leben. Ich habe jetzt wieder TP. Das nutze ich auch gleich. So, und die Lane ist auch kein Problem. Die wieder schön auspushen. Er hat 60, ich habe 67. Das ist auf jeden Fall ausgeglichen. Und es geht weiter, würde ich meinen. Und er hat ein bisschen Abklingzapfring. Ja, eigentlich habe ich bessere Sachen. Und jetzt habe ich sogar noch einen Drake. Okay. Er hat mich hier halt ein bisschen getradet. Und ich konnte ihn nicht traden. Aber was eigentlich. Für mich sollte es eigentlich heißen, ich sollte jetzt reingehen. Aber jetzt eben schon wieder nicht. Ja, das war viel zu spät. Ich dachte, das aktiviert gar nicht mehr. Ich höre es wahrscheinlich, wenn ich auf die Tastatur spamme.
Also die Trades, die sind schon, die sind intensiv, die Trades. Wir sind beide fast um. Und ich muss halt immer noch im Auge behalten, dass er einfach noch eine Passive hat, die mich im Nachhinein noch killen kann. Aber ich bin full life, er ist fast tot. Was mich ziemlich positiv stimmt. Trifft mich nicht mehr. Oh lol, wie hat mich das denn getroffen? Ich war da sicher nicht mehr in der Hitbox. Nee, es wird nichts, verdammt. Egal. Nicht so schlimm, wenn denn sowas nicht mal klappt. Ein Blue wäre nice. Oh, kommt da wer? Oh ja. Autsch, autsch, dann. Mann. Wie viele Leute wollen denn noch kommen? Vier. Vier Leute in der Top-Lane. Was ist denn das für ein Joke? Ich weiß nicht, ob ich soll auf intensivere Trades, also längere Trades oder. Ja, hier, aber ich glaube, ich hole mir eher den, weil ich halt mehr Damage habe und allgemein einfach ein bisschen besser. Was ist denn los mit dem? Aber ich muss sagen, der Aurelion Jhin, der hat gut Damage. Obwohl er nicht mal Damage geht, aber er hat gut Damage. Also das ist ein Tank, wie er spielt. Brauchen sie auch, sie haben den Zayn und Aurelion. Aber er macht trotzdem gut Damage, würde ich meinen. Und vielleicht, wenn ich da eine gute Hook reinkrieg. Nein! Die Hitbox, zu klein. Ganz ein bisschen zu klein. Oh. Wird das was? Kann er Stun? Kann er Stun? Ich habe keine Hook ready gerade. Wenn die Hook up gewesen wäre, hätten wir ihn gekriegt. Und jetzt kommt halt das Geile mit. Nautilus, du gehst einfach in die Wave rein, machst die Q und die Wave ist fast schon ausgepusht. So, ausgepusht. Und jetzt mache ich einen Tower. Und dann Tower ein bisschen damagen. Ja, das hätte eh nichts gebracht, wenn ich ihn da geguckt hätte. Aurelion Sol kassiert, glaube ich, schon noch hart von mir. Also ich denke nicht, dass es so tanky ist und einfach alles von mir resistent ist oder wie man auch immer das nennen soll. Zack. 95, habe ich jetzt ein Sein, ist AFK oder so? Ne, er ist in der Midlane. Ja, die machen halt ziemlich gutes Grouping. Also gut. Da hat er kurz geultet. So, ich kann hier weiter auf den Tower einbrechen. Und Sein kriegt in der Zeit gar keinen Farm. Das will ich mehr. Ich könnte gleich mal Mittel roamen, mit einem TP vielleicht sogar. Sicher noch eine Wave mache ich. Ich bin halt der langsamste Pusher, den es gibt. Also die Wave pushe ich zwar schnell, aber der Rest kannst du vergessen. Krieg ich den? Ja, ist nice. Beide gekriegt. Und jetzt werden die gleich Top-Lane kommen. Denke ich mal. Da ist er schon, der Aurelion Sol. Und ich könnte jetzt vielleicht. Nee, es wird mir nichts bringen, wenn ich da hin teleporte. Nee, wird nichts bringen. Oder doch, doch, doch. Ja, nee. Ich habe keinen guten Platz zum TP'en. Also tut mir leid, Leute. Muss euch alleine lassen. Und vielleicht kommt Zayn ja gleich wieder und spielt mit mir auf der Lane. Na, kriege ich alle drei, nice. 113 zu 70. Er farmt nicht. Das ist sein Problem.
Er kriegt kein Farm, wenn er in der Midlane rumgammelt. Kann jetzt ein bisschen farmen, aber was bringt denn das bisschen? Ich habe hier Free Farm. Und denkt dran, Farm ist übelst wichtig. Also das ist A und O wahrscheinlich, würde ich meinen. Oh, da ist... Okay, nee, da will ich nicht. Nee, ich... Wieso gehe ich da rein? Wieso mache ich das? Wieso? Frag mich nicht, Mann. Egal, wir haben Tower. Diesen, ja. Die können fast gar nichts tun. Jetzt müsste ich eigentlich schon ein bisschen Magieresistenz bauen, bevor ich den ausbaue. Ist so mein Gefühl. Und vielleicht sogar den, damit halt die Leute schon ein bisschen mehr Damage kriegen. Oder nee, die Schuhe ausbauen wäre fast wichtiger. Was denn für Schuhe? Magieresistenz, Schuhe und dann... ich will eigentlich schon ein bisschen. Fünfer Schuhe für Roam? Komm, mach mal ein Roaming. So ein bisschen Roaming-Job will man machen. Weil... kann ich den Tower saven? Ja, easy. Haben wir noch einen Drake? Nice. Ja. So, hier ist Mist, der ist Mitte gegangen. Eine Wave mache ich noch, weil die kommt gleich. So. So, und jetzt gehe ich auch Mitte. Einfach weil ich da dann mehr helfen kann. Und auch mal ein bisschen. Ich bin jetzt viermal gestorben, bin aber trotzdem worth fürs Team. Also. Ich habe meine Lane gepusht, ich bin auch fast nichts wert. Oh lol. Nice sein. Komm her. Komm zu mir. Rauf, lauf, lauf. Nice. So, super. Und ich bin worth fürs Team. Ich muss gar nicht viel machen. Weil ich einfach, ich bin der Tank. Versteht er? Ein Blue wäre richtig nice. Und ich bin halt jetzt übel schnell. Das ist ja richtig krass. Das ist irgendwie verbessert worden. Schau mal, wie schnell ich bin. Ah, nee, das ist noch mit dem Deathman's Plate ist das noch verbunden. Lass mal sehen. Hier kann ich noch ein Camp machen. Bevor ich weggehe. Wenn ich Full HP bin. Bitte nicht stehlen, dankeschön. So. Jetzt gehe ich back. Und kauf mir Magieresistenz für the Damage. Magieresistenz, komm. Geh mal safe. Ich bin halt ein ziemlich harter Tank jetzt schon. Die werden sowas von Mühe haben, mich tot zu kriegen. Hol mal doch noch ein bisschen Lauftempo. Damit es einfach nur noch abgeht, ne? Die werden nicht wegkommen von mir. Und das Aurelion Soul, passt auf, passt auf, passt auf. Sieht man, Alter, das ist ja übelst Bugge, wenn man den. Hab dich. So, jetzt wollen wir den Fist noch holen. Oh. Hab dich. Und ich bin halt einfach worth fürs Team jetzt gerade. Ich mach nix. Und ich stehe 4-2. Aber jetzt kann ich eigentlich richtig abgehen, indem ich einfach in Teamfights das ganze. Das ganze Game carry, indem ich einfach alles wegtanke. Oh. Nice. Hat ihn gekillt. Super. Und jetzt kann ich hier auf den Tower einbrechen und es. Ach, was sind das für Hooks? Oh, das dann, der Flächenstun. Zum Glück habe ich nicht geultet. Ich wollte gleich auf Caitlyn ulten, weil ich dachte, das wird so ein All-In von denen. Hier noch ein Board kurz. Ha, habe ich, dankeschön. Oh. Ja, schade, habe ich keinen Support gekriegt, aber ist okay.
Hier könnten wir eigentlich auch rollen gehen. Ich meine. Okay, die macht schon Damage. Aber ist okay. So viel ist es auch nicht. Sein hat die gerade alle im Griff. Sind die jetzt alle gestorben oder wie? Nee. Wo sind die? Ja, schade. Ich würde gerne meine Boots wieder stacken, damit ich das Movement Speed habe. Ja, jetzt so. Sobald sie halt eigentlich ein Cage trifft, ist GG. Also, dann kommt eine Hook von mir, dann hätten Blitzcrank auch noch eine Hook. Wen soll ich denn hooken? Das ist dann mehr die Frage. Kommt her. Hilfe. Ja. Ich hab das. Ja, wie soll ich sagen? Es war ein bisschen schlechter Follow. Aber wir haben den Teamfight. Gewinnen wir den? Wir sind halt übelst gesplitten. Nee. Sein haben sie gekillt? Ja, doch, wir haben gewonnen. Es sind zwei gestorben und von denen sind alle eigentlich tot. Easy. Ja, ich will eigentlich jetzt gar nicht Damage bauen. Aber das ist genervt worden, das will ich eigentlich auch nicht bauen. dann hole ich mir halt Magiris. Nee, das bringt nichts, wenn. Die haben nur 2 AP, aber der macht nicht wirklich AP und die macht auch nicht wirklich. Okay, Fizz. Hab mich überredet, ich hole mir Legion. Ich hab TP. TP mich mal hier hin, einfach um weiter zu pushen. Ja, du hast nix gegen mich in der Hand. Achso, wenn deine Freunde kommen. Deine Freunde kommen, ja. Genau. Die Trade. Da habe ich lieber geflasht, weil einfach ein bisschen fast zu risky. Nice Ward neben dem Busch, ne? Ich könnte mir auch eigentlich das, wie heißt's? Das Rote holen, damit ich die Wards auch clearen kann. Aber jetzt soll man erstmal ein bisschen pushen. Pass auf. Nee, die will jetzt. Nee, das bringt nichts da reinzugehen. Nice, ich habe 150 Farm. Ah, lol. Ich muss jetzt raus. Sonst sterbe ich noch. Bitte nicht sterben, bitte nicht sterben. Oha, der Damage war krass. Also, ja, killt den Aurelion Sol. Danke. Und ich bekomme einfach, es regnet Supports. Es regnet Supports für mich. Und Damage. Damage. Bam. Renn, renn, renn. Oh shit, die sind ja noch 3. Wo ist denn unser Team? Standing. Nice. Es läuft. Wer macht denn noch viel Damage an mir? Eigentlich gar niemand. Wie lange habt ihr gebraucht? Hä? Wieso steht. Hä? Egal. Das ist ein bisschen buggy mit der Todmeldung. Hier müssen wir defen mal. Den Fight haben wir, glaube ich, verloren. Ja, ziemlich. Der wird jetzt gleich ulten und dann wird alles zerstört sein. Biu! Und das macht halt auch keinen Damage auf dem. Das ist halt auch ein Full Tank. Weiß nicht, ob der Abyssal wirklich was bringen würde. Also. Ich habe halt jetzt das Legion-Teil und dann noch ein Abyssal dazu. Das ist schon fast ein bisschen Overkill.
Aber ich bin übel schnell. Aber die sind halt alle gegroupt. Da ist der Fisk. Wir könnten den Fisk angehen. Wo ist der Fisk hin? Der Fisk kommt top lane, würde ich meinen. Wo ist der Fisch? Ich will halt mein Team irgendwie supporten. Das kann ich nicht, wenn ich nicht weiß, wo die wirklich sind. Da ist der Fisch. Na, schade, die Hook hat nicht getroffen. Hier, Fokus auf den. Oh. Ja, das hat mich getroffen, das macht gar nichts. Tot ist er. Den Fisch will ich jetzt gleich. Nice, wir haben jetzt zwei tot. Morilla und Sol hat gut Damage gemacht und ist halt ein guter Tank von denen, die sie jetzt nicht haben. Ich glaube, das ist schon fast GG für den Fight. Also der Fight ist sicher schon mal gelaufen. Und für das Game wird es auch bald gewesen sein. Also noch nicht gleich, aber es läuft so gut. Wir können hier einfach die Tower einreißen. Aber ich mache mittlerweile gar kein Damage mehr an denen. Und ignoriert die einfach. Das ist ein normal Game. Jetzt halt mal zurückgehen, ja, das ist gut. Schau, wie speedy ich bin. Hier, den noch mitnehmen. Wurde jemand gecatcht? Oh ne. Nice. Ich bin der Meinung, dass wir eher auf den fokussen sollen. Oh. Geh zurück, komm. Rückzug. Rückzug. Bevor noch wer stirbt. Geh weg, geh weg, geh weg. Es wird noch jemand. Ja, jetzt sind halt noch. Jemand ist noch gestorben, okay. Was? Der war doch in der Wand schon drin. 1-10 Drake. Und die. Das hier ist jetzt ready oder soll ich ein bisschen ready? Ja, ein bisschen, komm. Wir haben eigentlich. Was haben wir? Morgana. Blitzcrank, ne. Haben jetzt nicht allzu viele AP-Damage. aber es ist sicher mal einen guten AP-Damage. Und ich bin der Meinung, dass ich die killen werde. 1 gegen 1. Was denkt ihr, meine Freunde? Kommt sie? Oder weiß sie es? Ich denke, sie wird nicht kommen. Ja, sie ist gemoved. So, ein bisschen die Wave auspushen, das geht jetzt zum Glück ziemlich schnell. So. Und der Movement Speed ist halt einfach göttlich. Alter, was läuft denn bei denen? Drake ist in 11 Sekunden ab. Ja, die wollen. Wir brauchen eigentlich gar keinen Drake. Was war das denn? Wollen wir Drake machen? Der vierte Drake. Wäre eigentlich schon geil wegen dem Tower Tankiness. Ah, ne. Oh. Ist sie tot? Ne, noch nicht tot. Ah, ich muss jetzt hier weg. Ich muss hier Team supporten. Ne, das bringt nichts. Mach mal hier weiter. Ich glaube, ich mache meinen Job gut. Bin der Meinung, dass ich meinen Job gut mache. Wieder mal als Top-Laner zu spielen, ist schon cool.
Jetzt habe ich aber noch recht kassiert von den. Oh, 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 oh. So, den haben wir. Jetzt halt mal, ich gehe mal weg. Ein Solo-Drake wird mich Jahre kosten. Dann machen die schon fertig. Ach komm, nehmen wir den Tower hier noch. Hier, komm, geh du weg. Rückzug. Rückzug, Leute. So, tot. Jetzt Rückzug, Rückzug, Rückzug. Leute, stirbt noch jemand? Jetzt einfach Drake machen und finish. So, die müssen eh deffen, also können wir den ganz ruhig machen. So. Oh, da ist die Caitlyn. Ich habe kein Schild. Aber wir haben sie. Eats Peace. Jetzt sollten wir weggehen. Wer ist noch wer gestorben? Ja, die zwei sind noch gestorben, aber ich hab's euch gesagt, ne? Ich hab's ja gesagt. Krieg ich das noch zusammen? Nee. Was soll ich denn bauen? Gar nichts. Noch ein Pot. So. Jetzt TP. Nice Dodge, nice Dodge. Wenn ich da weitergegangen wäre, wäre das zu greedy. Oh, das sind ein paar. Das sind ein paar. Oh. Aber das sind auch ein paar von mir. Oh. Ich weiß nicht, ob das gut gehen wird. Ich denke eher nicht. Nice Damage. Damage. Na, schade. Hier die Wave pushen. So. Und das Game ist gewonnen. GG, sie haben auch noch aufgegeben. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Es war jetzt seit 4 Tagen wieder mal ein brauchbares Game für ein Gameplay. Ich habe sicher 15 Stunden Gameplay aufgenommen und keines davon war gut. Also wirklich, es war so schlimme Teammitglieder, AFKs, Rage Quitter. Alles war dabei und ich habe euch mir so viel Mühe gegeben für euch, dieses Gameplay rauszuhauen. Und ich hoffe, euch gefällt es. Lasst doch ein Like da, lasst einen Comment da und subscribe zu meinem Kanal, wenn ihr sehen wollt, dass noch mehr kommt. Tschüss.